Das ist Burkhard Müller-Süngsen, FDP-Politiker in Hamburg-Eimsbüttel. Ein toller Typ, ein Macher. Er hat einfach alles, zum Beispiel Humor. Ich bin wahrscheinlich auch einer der wenigen, die sogar über sich selbst lachen können. Das will ich mir auch beibehalten. Und er hat auch zu allem eine Meinung. Etwa zum sogenannten Paternoster-Führerschein. Im Juni hatte Arbeitsministerin Andrea Nahles die Paternoster-Nutzung nur noch für Eingewiesene gestattet. Burkhard Müller-Süngsen äußert seine Kritik daran auf gewohnt humorvolle und charmante Art und Weise bei Facebook. Ja, ja, ist gut. Und Bundesministerin Andrea Nahles kümmert sich um die Sicherheit beim Paternosterfahren. Ausrufezeichen, Smiley. Aber wirklich, wer braucht denn dafür eine Einweisung? Wird doch schon keiner ein Fahrrad oder so mitnehmen. Müller, beim Einsteigen in den Paternoster ist es wichtig, den richtigen Moment abzupassen. Gewicht nach vorne verlagern und jetzt wunderbar. Sehr gut. Dabei ist mit dem Paternoster im Bezirksamt Eimsbüttel noch nie etwas passiert. Bis vor kurzem. Am Abend des 7. September kam es im 11. Stock zu einer starken Beschädigung des Paternosters durch unsachgemäße Benutzung. Was? Wer ist denn so Panne und kann nicht richtig Paternoster fahren? Und jedenfalls hat der Hamburger FDP-Politiker Müller-Süngsen jetzt einen ganzen Paternoster kaputt gekriegt. Oh, Müller-Süngsen war das Ausrufezeichen erstaunt. Guck, Smiley. Der Bürger... Also, Burkhard Müller-Süngsen wollte aus dem 11. Stock nach unten fahren und nahm sein Fahrrad mit in die Kabine. Wir rekonstruieren den Hergang. Müller-Süngsen schiebt sein Rad zum Paternoster, stellt es hochkant, der Sattel verklemmt sich, das Rad durchstößt die Decke. Der Unfallverursacher, der ja sonst über sich sagt, ich bin wahrscheinlich auch einer der wenigen, die sogar über sich selbst lachen können, spricht jetzt nur am Telefon über das Geschehen. Ich habe in diesem Moment einfach nicht richtig nachgedacht. Dem Mann kann doch geholfen werden. Gibt's eigentlich einen Paternoster-Idiotentest? Da könnte Müller-Süngsen noch mal die Grundlagen lernen. Gewicht verlagern. Wunderbar. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer ersten Fahrt alleine. Sehr schön.